Also ich würde ihr sagen, dass sie ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, mit den Kindern auf unterschiedlichsten Wegen zu lernen, dass sie durch diese Altersunterschiede, die es in der Klasse gibt, bei uns ist es vom 6. bis zum 9. Lebensjahr etwa, dass es ganz, ganz viel bietet. Also die Kleinen, die mit ihren Erfahrungen aus dem Kindergarten kommen, die neugierig sind auf die Großen und überhaupt auf die Schule. Und dass sie die Großen haben, die ihnen ganz viel zeigen können, die auch einer Lehrkraft eine ganze Menge abnehmen können, die die Kleinen in bestehende Strukturen besser einweisen können, als wenn man 25 oder 28 kleine Kinder vor sich zu sitzen hat. Dass es also ganz, ganz viel Potenzial bietet. Dass die Lernen, dass, nee, dass das Lernen selbst anders sich vollzieht als in einer homogenen Klasse, dass die Kleinen von den Großen lernen können, dass manche schneller lernen können, ohne dass man jetzt enorm viel für dieses eine Kind vorbereiten müsste, sondern es sind Ältere da, die es mit begleiten können. Oder wer ein bisschen länger braucht, noch mehr vertiefen muss, der hat wiederum die Möglichkeit, es gibt auch Jüngere, die da sind. Also man kann da so unglaublich viele Möglichkeiten ausschöpfen. Das ist das, was ich erlebt habe im Vergleich zum Homogen, weil ich in beiden Richtungen schon unterrichtet habe. Ja, das würde ich wahrscheinlich als erstes so präsentieren. Nein, das ist schon richtig. Alle 3 Jahre in etwa, so ist der Rhythmus. Ne? Natürlich schöpfen wir genauso aus unserem Fundus, wie man in dem kleinen Raum gesehen hat, wie Kollegen, die aus einer homogenen Gruppe kommen. Aber also ich habe jetzt mit meinen Schülern eben Schmetterlinge bearbeitet oder bin noch dabei, weil es eben durch die Klassenfahrt sich ergeben hat. Es kann gut sein, dass ich das in 3 Jahren nicht noch einmal hervorhole. Also, das ist, glaube ich, egal, ob du Altersmischung unterrichtest oder nicht, du guckst nach der Klasse. Und du hast ein vorbereitetes Material, das du vielleicht in 3 Jahren wieder hervorholen kannst, weil es auch aktuell ist für die Kinder. Es kann aber auch sein, dass es noch eine Weile länger ruht. Das ist egal jetzt, ob Altersmischung oder homogen. Wenn eine Schule mit der Altersmischung startet, dann baut sich das ja erstmal auf. Ne? Du hast erst Kinder des ersten Jahrganges. Bei uns war es ja so, hat bestimmt Michael Verworn gesagt, er, dann nach dem ersten Jahrgang wurden die Kinder gesplittet und es kamen die Zweitklässler hinzu. Das heißt, du bereitest ja dann für deinen ersten Jahrgang die Materialien auf. Diese Materialien wurden dann eins weitergereicht. Ne? Und im nächsten Jahr hast du für die zweite Klasse vorbereitet. Und diese Materialien bleiben ja im Fundus, so wie das auch draußen bei uns im Flur zu sehen ist. Da ist das große Matheregal und wir haben für jede Jahrgangsstufe diese Materialien dort einmal vorbereitet und sie sind vorhanden, werden immer wieder aktualisiert. Wir sind hier im großen Austausch. Wir treffen uns einmal wöchentlich am Montag immer nach der 5. Stunde und besprechen alles Mögliche, was gerade ansteht, wo es Probleme gibt. Auch mal ein Kollege, der über seine Klasse berichten kann und sich Hilfe holen kann von uns. Ja, und wir sind also ein großes Team und dann nochmal ein kleines Team. Das sind wir hier auf dem Flur. Und wir bereiten das meiste gemeinsam vor. Einmal, damit die Arbeit sich natürlich für uns in Grenzen hält. Auch zum anderen, weil das einfach wunderbar ist. Der Kollege hat eine Idee, ich habe eine Idee, wir können das zusammenpacken, da kommt was Wunderbares dann bei raus. Und wir machen eben sehr, sehr vieles auch zusammen. Also unsere beiden Lerngruppen arbeiten sehr ähnlich und das erleichtert uns auch wieder die Arbeit sehr. Und wenn man so eine Altersmischung nebeneinander hat, die beiden Lerngruppen sind sehr viel miteinander. Und auch in den Jahrgängen sehr miteinander. Also
dann auch zum dritten Jahrgang spielt mit dem ersten Jahrgang von mir und das mischt sich wunderbar. Ja, aber mit den Materialien ist es so, möglichst gemeinsam. Also unser Team besteht aus dem Flurteam, also beide Lerngruppen müssen wir zusammen sehen, also nicht nur die Lerngruppe 4. Und wir beiden Klassenlehrer stimmen uns sehr eng ab und unsere Erzieher sind im Prinzip auf einer Ebene mit uns. Also ich hatte gestern schon in unserer großen Runde gesagt, dass wir diese ganze jahrgangsübergreifende Arbeit ohne unsere Erzieher überhaupt nicht stemmen können. Wir brauchen uns gegenseitig. Und unsere Erzieher sind so gut mittlerweile geschult, dass sie uns richtig top unterstützen und wir auch eine ganze Zeit jetzt schon zusammenarbeiten, sodass wir nicht immer ansagen müssen, mach dies, mach das. Also das ist überhaupt nicht notwendig, sondern unsere Erzieher kommen dazu, sehen, zack, zack, alles klar. Und dann haben wir unsere Teamsitzung, die findet immer freitags statt und dort sprechen wir die nächste Woche immer durch. Was wird in Mathe durchgenommen? Wie sieht es in Deutsch aus? Was machen wir in Sachkunde? Und auch da findet gar nicht so sehr eine Aufgabenverteilung statt, sondern ja, wir sind so ein eingespieltes Team. Wir sehen allesamt, was muss gemacht werden. Es ist klar, dass ich derjenige bin, der den Unterricht startet, der also loslegt. Und mein Kollege fügt sich da so nahtlos ein. Ich brauche nichts groß sagen. Und unser Schulassistent, der Herr Behrens, er wird eher von uns angeleitet, weil er in vielen anderen Lerngruppen auch Unterstützung gibt und er dadurch etliche Stunden nicht mitbekommt. Er ist ja dann nicht bei uns. Und da sagen wir dann schon eher, du, wir haben jetzt so weitergearbeitet, es wäre schön, wenn du jetzt an diesem Thema weiterarbeiten könntest mit den einzelnen Kindern. Aber auch da ist es wunderbar, man braucht ihm jetzt nicht sagen, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, das ist auch bei ihm nicht notwendig, weil wir eben auch schon so lange zusammenarbeiten. Also er sagt, okay, das Thema geht auf das Kind zu. Entweder, haben Sie auch gesehen, nimmt er das Kind mit raus, weil er sehr viel mit ihm sprechen möchte, oder er bleibt ihm drin, weil er der Meinung ist, der Kontext ist jetzt wichtig in der Gruppe. Also da können wir uns ganz, ganz toll aufeinander verlassen. Aber am Anfang, da war das ganz wichtig, dass wir genau gesagt haben, das wollen wir erreichen. Du übernimmst bitte die Aufgabe, das ist meine jetzt. Aber das war nur am Anfang. Das ist ein Selbstläufer geworden. Die ersten Lerngruppen, die damit angefangen hatten, mit der Altersjahrgangsmischung, die hatten damit gestartet, also dieses Zeichen oder eben dieses Zeichen. Und ich fand das damals, als ich einstieg, auch recht praktisch, weil ja die Jüngsten eben noch so sind, wie sie sind, ne? Und dann eben nicht dazwischen reden müssen, sondern einfach nur signalisieren, ich bin jetzt mal schnell woanders. Ja, und das fand ich gut, das habe ich also einfach so mit übernommen. Und grundsätzlich, ich habe über die Montessori-Pädagogik, ich habe kein Diplom, nichts, aber ich habe Weiterbildungen besucht und auch an einer Schule hospitiert und auch da gemerkt, dass das viel nonverbal passiert. Und ich habe gedacht, ja, das lenkt andere Kinder. Also es ist ja ein sehr freies Arbeiten. Gut, in Deutsch jetzt nicht, noch nicht, das wollen wir aber auch wieder auf den Weg bringen. Aber Mathe, Sachkunde, Kunst sind wir schon wieder viel freier, so fast, also bald schon wie vor der Pandemie. Und das stört ja jedes zusätzliche Reden. Und in der Montessori-Pädagogik habe ich das halt erlebt, dass viel gezeigt wurde oder mit Zeichen gearbeitet wurde. Und da habe ich gedacht, ja, das ist gerade für Kinder, die sich so leicht ablenken lassen, die auf jedes Signal reagieren, doch eigentlich sehr gut. Und dann habe ich das so im Laufe der Zeit mit übernommen. Wir haben damals auch mit Mathematik, also sind wir gestartet, weil Mathematik einfach strukturierter ist als Deutsch. Deutsch hat so viele verschiedene Bereiche, Lesen, Schreiben, Rechtschreiben, Grammatik ist dabei. Und deswegen haben wir uns Mathematik damals ausgesucht.
Und wir haben ganz am Anfang den Kindern gesagt, sie sollen sich überlegen, womit sie in Mathematik jetzt starten wollen. Sie hatten gesehen, was kann ich alles lernen, dass das war aufgeklustert. Und dann haben uns die Kinder gesagt, na, ich möchte damit anfangen. Und dann haben wir eine Tabelle ausgefüllt. Jedes Kind stand drin und ich habe mir immer aufgeschrieben, was das Kind sich vorgenommen hat und inwiefern es das auch geschafft hat. Und ich habe natürlich auch nachgeguckt. Und dann am Ende der Woche habe ich nochmal mit den Kindern ein Abschlussgespräch geführt. Haben sie das erreicht, was sie sich vorgenommen hatten? Und da merkt man dann, welches Kind kann schon im Blick behalten, was es möchte oder welches Kind spürt, ich habe mir hier zu viel vorgenommen oder ach, das war viel zu leicht, ich kann mir mehr zutrauen. Und dann gibt es eben Kinder, die mit diesem Freiraum gar nicht klarkommen. Die hat man immer. Es gibt keine Unterrichtsform, die für alle Kinder passt. Und bei diesen Kindern haben wir auch im offenen Unterricht immer Pläne. Also wenn wir denken, das geht nicht gut fürs Kind, das tut ja dem Kind auch nicht gut, wenn es merkt, es kommt nicht vorwärts, im Gegensatz zu allen Kindern um mich herum, dann haben die Kinder Pläne bekommen. Und so in etwa planen wir das jetzt auch gerade. Ich schreibe zwar nicht mehr mit, ich bin jetzt einfach schon ein Stück weiter, aber ich sehe schon, also ich habe auf Anhieb 3 Kinder aus meiner Gruppe im Kopf, wo ich weiß, die brauchen noch ein Stück länger, um wieder in diese offene Arbeit zu finden. Und wenn wir merken, in Mathematik läuft es gut, dann nehmen wir Bildende Kunst und Sachkunde dazu, nicht Deutsch. Deutsch ist wirklich das Schwierigste für uns. Und Sachkunde, da ist der große Knackpunkt immer, also war damals so, die Kinder haben sich selber ein Thema ausgesucht. Ich kann mich noch an einen Schüler erinnern, der unbedingt etwas über Gitarren herausfinden wollte. Aber das ist so ein großes Thema gewesen, dass er sich verfranzt hat und gar nicht zu Potte kam. Und das sind so die Sachen, da denken wir jetzt so dran, wenn wir das wieder öffnen. Also in Mathematik läuft es an sich ganz gut. Wir sind nicht so weit im Stoff, wie wir uns das wünschen, aber das weiß ich, dass es vor ein paar Jahren genauso war. Ja, aber es läuft gut, ich bin sehr zufrieden. Ja.